Jo, willkommen zurück zu Siglockermoor. Im letzten Part sind wir aus dem Verlies entkommen und haben von der Königin einen neuen Auftrag erhalten. Und zwar müssen wir jetzt Richtung Osten durch den Ostflügel und dann nach unten die Schlucht. Ich glaube, Kramitschner Wald und irgendwas mit Schachbrett war auch. Ich glaube, über das Schachbrett mussten wir. Und ja, ich weiß auch genau, was mich dort erwarten wird. Aber das werdet ihr dann schon selbst sehen. Die Treppe, wo ich im letzten Part war, das war dann doch nur, da ging es zum Kerker runter. Das war nichts Besonderes. Wir müssen, glaube ich, hier lang. Ja, dank des Schlüssels können wir uns schneller fortbewegen als sonst. Ah, nach unten müssen wir, sehe ich gerade. Die untere Etage. Muss gerade gucken, wo es dann nochmal zur Zugbrücke ging. Nee, es war unten. Das war auf jeden Fall unten. Das heißt, hier oben sind wir schon mal falsch. Hier muss irgendwo eine Tür sein. Da lang, glaube ich. Genau. Ja, da vorne ist das Schachbrett. Also zuerst müssen wir hier durch einen Irrgarten. Aus, keine Ahnung. Aus Hecke, ja. Und da ist das Schachbrett. Da müssen wir hin. Das ist ein kleines Labyrinth hier. Ist im Grunde gar nicht mal so schwer. Eigentlich recht lineal, das Labyrinth. Ah, danke, Hundi. Ja, da sind wir schon. Und natürlich wird das Schachbrett von jemandem bewacht. Und zwar von einem Cybermax. So. Auch der ist verdammt empfindlich gegen die Fäuste, glaube ich. Wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Na, eigentlich nicht. Gott, dann versuchen wir mal. Ja, ich weiß nicht, Super Sog, sollen wir Super Sog mal einsetzen? Ich glaube, der funktioniert gar nicht gegen den, oder? Nee, funktioniert nicht. Ach so, falsche Taste. Naja, verliert nicht viel dadurch. Muss vielleicht auch erstmal aufgelevelt werden. Alter haben wir nicht mehr. Brauchen wir jetzt auch, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, Feuerball macht ja auch ganz gut Schaden. Nee, Feuerball macht ihm gar nichts aus. Ja, dann halt die Faust. Oder mein Hund. Ich glaube, mein Hund macht mehr Schaden als die Faust. Ach ja, in den ganzen Räumen habe ich nichts Besonderes gefunden. Außer ein paar Zutaten, ein bisschen Honig, Rüstungsgegenstände bisher eigentlich nicht, nein. Aber ganz schön viel aus, meine Güte. Die Höllenforce hat ein Level abgereicht. Das Level noch mal ein bisschen hoch. Ah, der Cybermax hält eine ganze Menge aus. Ah, meine Höllenfaust macht ihm auch ganz gut Schaden. Gehen wir ein bisschen sparsam um damit, oder? Ich
will gerade mal eine andere Waffe ausprobieren. Und zwar, vielleicht ist er schwach gegen den Speer. Den können wir ja werfen. Deswegen möchte ich es gerade mal ausprobieren. Ja, doch, das zieht ihm auch ordentlich ab. Beziehungsweise, da die Zahl dick ist, ist es ein guter Treffer. Wenn die Zahlen so in diesen Games dick sind, wie zum Beispiel hier beim Speer, dann bedeutet das, dass es ein guter Treffer ist. Ich weiß nicht, glaube ich, Critical Hit oder so. Na, nicht gerade Critical, aber... Ohoho, der Hund macht den meisten Schaden. Mein Hund macht gerade die meiste Arbeit. Das hat jetzt voll Leben getroffen. Ich glaube, die Items, die wir bei uns tragen, die leisten auch ein bisschen Beitrag zu dem Ganzen. Hund macht den Final Kill! Boah, danke Benny, du hast mir echt heute den Tag gerettet. Du hast nämlich den Last gemacht, den Final Kill. So, ja, wo sind wir denn jetzt eigentlich gelandet? In so einer Art Katakomben oder so. Ich krieg mir fast keinen Schaden mehr, seitdem ich die neuen Items habe in meinem Beutel. Ich war nämlich auf dem Markt sehr effektiv und kann jetzt die Gegner ja eigentlich sparen. Hey, was ist denn das? Das ist doch die Energieeinheit von der Unterstatue. Aber wir kommen noch nicht ran. Wie kommen wir da ran? Euer Hoheit. Sprich, Fagotius. Was habt ihr mit dem Jungen und dem Hund gemacht? Oh, sie machen eine kleine Reise. Sie sind auf dem Weg zur anderen Seite der Schlucht. Habt ihr denn keine Angst, dass sie etwas mehr über Terrorfels herausfinden? Soweit werden sie nicht kommen. Die Drachen werden sich um sie kümmern. Doch selbst wenn sie auf der anderen Seite gelangen sollten, werden wir ihnen einen überragenden Empfang bereiten. Sie sind verloren. Es war so klar, dass die Königin irgendwas geplant hat, um uns den Weg zu erschweren. Dieser Wald ist schlimmer als der Central Park. Viel schlimmer. Überall in Gefahren. Du sollst auf alles vorbereitet sein. Spielstand speichern? Ja, gute Idee. Ich kenne den Trick dieses Waldes. Und zwar, um hier durchzukommen, müssen wir den Eulen folgen. Die Eulen zeigen nämlich den richtigen Weg. Das heißt, wir müssen da lang gehen, wo die Eulen sind. Bloß ich sehe sie gerade so schwer. Ach, da ist sie ja, im Baum. Man muss ganz gut hinschauen, um die Eulen in den Bäumen zu erkennen. Gut, da oben ist eine. Da ist auch eine. Das ist sowieso nur ein Weg. Irgendwo splittet sich dann der Weg schon. Da geht's sowieso nicht lang. Gut, die Eule sitzt da drüben. Da drüben sitzt natürlich keine Eule. Hätte ich fast reingegangen. Aber nein. Wir gehen natürlich den richtigen Weg. Sieht aus wie kleine Drachenviecher. Ja, ich habe eigentlich nicht große Lust, gegen die Viecher zu kämpfen. Das ist ein Schild. Sofort umkehren. Wieso sollte ich umkehren? Ah, ich sehe es nicht in den Bäumen. Ich sehe da keine Eule. Ja. Ruhe da draußen. Scheiße, ich sehe keine Eule mehr.
den Bäumen. Das heißt, ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt richtig bin oder falsch. Mist. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Laufe ich richtig oder falsch? Ich lauf hier und da lang. Ich sehe da keine Eule in den Bäumen. Boah, ich sehe schon, ich glaube, ich renne hier im Kreis. Obwohl, da war eine Eule gewesen im Baum. Jetzt habe ich sie gesehen. Da ist auch eine Eule. Und da ist wieder eine Eule. Mal sitzt die Eule da und mal sitzt sie da. Jetzt ist sie wieder da. Puh, ist doch ein bisschen verwirrender, als ich dachte. Wo kann ich lang? Kann ich nach Süden? Nein, hab ich keinen da lang. Und Sackgasse. Besuchen Sie die Freakshow des Dr. Meinhold. Okay, letztes Mal war was anderes auf dem Schild. Oder ändert sich das Schild? Ne, ist ein anderes Schild. Bin ich jetzt richtig oder falsch? Nee, Sackgasse. Ich glaube, ich bin falsch. Ich bin definitiv falsch hier. Falsch abgebogen. Wo gab es denn noch einen Weg? Hier lang vielleicht irgendwie? Ich weiß es nicht. Eulen müssten wir eigentlich ausführen. Ich sehe sie manchmal nicht. Oder sind die nur am Anfang des Raumes immer nur? Es kann sein, dass sie immer nur am Anfang des Raumes stehen. Meuchelhausen 5 Kilometer. Da sitzt wieder eine Eule. Muss ich gerade ein bisschen konzentrieren und gucken, wo die Eulen sind. Ich glaube, da oben sitzt. Ja, da oben sitzt sie im Baum. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ein Raum eine Eule trägt, ist es richtig, oder? Ist das jetzt doch komplett anders? Das war eine Sackgasse. Das bringt uns gar nichts. Ah, es ist so verwirrend. Es ist so verwirrend. Eulen hier, Eulen da. Bloß wo es lang geht, ich habe keine Ahnung. Gut, man soll zwar den Eulen folgen,
Bloß ich sehe die manchmal nicht im Baum. Jetzt sehe ich sie hier oben. Boah, ich sehe schon, ich renne im Kreis hier. Oder ich gehe zurück. Ja. Zurückgerannt. Können wir machen. Nochmal. Ist da ein Schild? Oder ist da kein Schild? Nicht weitergehen. Okay, in anderen Worten. Nope. Du bist hier falsch. Vielleicht sind die Schilder auch so eine kleine Orientierung. Kann ja auch sein. Vielleicht ist es so ein Mix, dass man sich orientiert an Schild und Eule. Die Eulen wollen auf jeden Fall hier lang. Naja, nochmal zurück. Die Eulen sind hier gar nicht mehr vertreten. Die nächste Eule war ja hier, glaube ich, an dem Weg, ja genau. Da ist, hier ist auch eine Eule. Mach ich glaube 5 Kilometer. Das Schild kennen wir schon. Die Eule zeigt. Hier lang. Moment, gab es da einen anderen Weg? Oder nur diesen einen Weg? Ne, nur der eine. Oder oben vielleicht? Nein. Es verwirrt mich etwas. Da ist bloß Sackgasse. Das heißt, wir müssen jetzt nach oben. Den Eulen folgen. Ich glaube, ich habe sie da oben gerade gesehen. Suchen Sie den Freakshow Dr. Meinhold. Die Info kennen wir ja auch schon. Das wurde uns auch schon gesagt, dass wir die besuchen sollten. Puh, die ist eine Sackgasse. Das hat's jetzt vollgebracht, den Eulen zu folgen. Das hat's jetzt wirklich vollgebracht. Das kann doch nicht wahr sein. Habe ich hier irgendwas falsch übersehen? Habe ich irgendwas übersehen? Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Es verwirrt mich total. Ich weiß gerade nicht, laufe ich zurück oder renne ich jetzt einfach nur vorwärts? Schild mir vielleicht helfen. Doch, hier waren wir schon mal.
Ich bin verwirrt. In diesem Wald. Und weiß nicht, wo ich hin soll und werde von irgendwelchen komischen Viechern genervt. In manchen Räumen sind keine Eulen mehr. Dann wiederum sind Eulen da. Wie genau muss man denn da hinschauen, um die zu finden? Das behaarte Baby, nächste Straße links. Okay, waren wir noch gar nicht. Hier waren wir noch gar nicht. Gut, ich würde sagen, an dieser kleinen Kreuzung hier machen wir einen Schnitt rein. Das war's für heute von Secret of Evermore. Ja, im nächsten Part hoffen wir mal, dass wir uns irgendwie weiter durch den Wald wuseln können und ja, uns von Schild zu Schild arbeiten. Und hoffen, dass wir irgendwann mal ans Ziel kommen. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.